super Wetter beim Start des Maislabyrinths am Edersee. Haben wir natürlich auch so bestellt. Und hinter mir sehen Sie, wie Kinder auf unserem neuen großen Hüpfkissen spielen, tanzen, springen. Das ist also ein System, was viele kennen natürlich. Kommt eigentlich aus Dänemark. Wir haben uns eins gekauft von einer Berliner Firma. Übrigens das größte Hüpfkissen in Deutschland. Mit einer Größe von 10 Meter Breite und 24 Meter Länge. Dann haben wir dieses Jahr noch der Pandemie Rechnung tragend im hinteren Bereich ungefähr einen halben Hektar zusätzlich angesät, haben da noch feste Sitzmöglichkeiten geschaffen, die auch sturmsicher sind, so dass die Gäste die Möglichkeit haben, auch auszuweichen und dann den normalen Biergarten hier vorne zu vermeiden und eben in den größeren Bereich reinzugehen. Ansonsten halten wir alle Hygienekonzepte ein. Wir haben eine Luca-App, die auch sehr, sehr gut genutzt wird, heute den ersten Tag schon. Und ich denke mal, es kann uns in diesem Jahr hoffentlich weiter nichts passieren. Und wir freuen uns, dass wir für die Region hier wieder ein gutes Angebot liefern können. Das Maislabyrinth, was ja kurz vor den Toren des Edersees liegt, spielt eine gute Kombination mit der Sommerrodelbahn dar. Wir setzen natürlich hier auf viel, viel Natürlichkeit, auf sanften Tourismus und versuchen auch den jungen Menschen, insbesondere Kindern und Jugendlichen, gerade auch im Schulalter zu vermitteln, wie Landwirtschaft funktioniert, wie Wachstum funktioniert und aber auch den Zusammenhalt darzustellen zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Das ist uns ganz wichtig. Wir arbeiten hier beim Maislabyrinth ganz eng zusammen mit dem NABU, mit den Bauernverbänden, mit dem Fachdienst für Landwirtschaft, machen diverse Veranstaltungen, zum Beispiel einen Imkertag, einen Bienentag, einen Kartoffeltag, einen Apfeltag, versuchen auch hier die verschiedenen Organisationen der Region mit ins aktive Programm einzubinden. Das hat sich gelohnt und der Highlight natürlich ist jeden Donnerstagabend unser Flammkuchenabend, der schon über Jahre an Tradition gewonnen hat und da freuen wir uns auch, dass wir da ein Abendkonzept hier in der Region nochmal darstellen können. Am Ende der Maislabyrinthzeit, das ist meistens auch die Zeit, wo es auf den Höfen dann ruhiger wird, Anfang Oktober, das war auch die Zeit, wo dann die Landwirte ihre Ausschlachtung durchgeführt haben und die Tradition lassen wir hier fortleben. Wir werden also wieder am Ende, Ende September, Anfang Oktober ein traditionelles Schlachtefest durchführen mit heimischen erzeugten Schweinen natürlich und natürlich auch von heimischen Handwerk, Metzgern hergestellt.